Namen von EY Deutschland möchte ich Sie ganz, ganz herzlich zur mittlerweile 22. Preisverleihung des EY Entrepreneur of the Year hier in Berlin willkommen heißen. Ich trage heute Abend kein Smoking, nicht etwa um für oder gegen etwas zu protestieren, sondern weil ich schlicht und ergreifend, wie man auf Schwäbisch sagt, vom Schaffe komme. Die Zukunft wird vor allem von uns Menschen und insbesondere von der Technologie bestimmt. Denn die ist in der Lage, die Menschheit dauerhaft und nachhaltig voranzubringen. Und sie schafft es auch mit unserer Hilfe. Wenn Sie einfach dieses Gefühl haben in sich, Sie müssen etwas tun und Sie müssen Glück teilen mit anderen, dann werden Sie auch immer die Zeit finden dazu, ganz egal, wie viel das Unternehmen verlangt. Sto ist eine tolle Marke. Das ist das, was man gesehen hat. Wir haben fantastische Mitarbeiter und wir haben fantastische Stakeholder. Deutschland ist das Land des Mittelstandes. Der ist einfach unheimlich gut aufgestellt. Wir sind das Land der Dichter und Denker, aber auch das Land der Lenker. Ein guter Unternehmer, der kümmert sich um seine Kunden. Der versteht, die Wünsche seines Kunden richtig zu interpretieren und daraus vielleicht ein neues Produkt zu entwickeln, das er dann eben liefern kann. Ich mag ihn. Normal, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, bei Ihnen. Herzliche Gratulation zur Teilnahme am Wettbewerb World Entrepreneur of the Year 2019 in Monte Carlo an Jochen Engert, André Schwemmlein und Daniel Kraus von Netflix Mobility. Es ist eine große Ehre für uns. Vielen, vielen Dank für die Auszeichnung. Unsere Vertreter, ja, von Deutschland für den World Entrepreneur of the Year. Einen großen Applaus noch einmal.